Ja, und für einen schönen Samstagabend aus Wien. 0:1 knapp Niederlage gegen Rapid Wien. Damir, erzähl mal, wie geht's jetzt? Ja, grundsätzlich geht es mir gut, weil wir, denke ich, eine sehr, sehr gute Leistung heute abgeliefert haben. Am Ende war es so, dass wir sehr, sehr unglückliche Niederlage heute einstecken müssen. Ich denke, dass mein Spiel, dass meine Mannschaft in beiden Halbzeiten bis auf die erste Minute, wo wir leider sehr, sehr unachtsam waren, wo Rapid schon in der ersten Halbzeit durch eine Großchance fast in Führung gegangen wäre, nach 30 Sekunden. Dann waren wir aber richtig gut im Spiel, haben wir mit doch einige Chancen vorgefunden, wo wir selbst dann in Führung gehen konnten. Haben das richtig gut runtergespielt, auch im spielerischen Bereich, wo wir dann auch im Einkontaktspiel dann richtig gut durchgespielt haben. Ja, leider uns nicht belohnt haben wir vor der Halbzeit und dann zweite Halbzeit sehr schnell in Rückstand geraten sind durch eine Unachtsamkeit. Das müssen wir uns angreifen, aber bis auf das denke ich auch, die rote Karten, die wurmt mich sehr. Das ist für mich jetzt schon, das hat zuerst schon gesagt in den anderen Interviews, wie wir wahrchecken, ist unfassbar. Wir checken jetzt anscheinend alles. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich denke auch die Situation von Bischof, wir haben es mal im Fernsehen angeschaut. Er hat einen technischen Fehler oben, probiert den Ball zu berühren. Wenn er ihn berührt, können wir dort ein Tor schießen. Er kommt unten auf, ist aus dem Gleichgewicht. Ich weiß nicht, wie er das austarieren soll. Ich glaube, da ist nie Absicht dabei, dass er den Gegner verletzen möchte. Hätte Maximum mit Gelb bestraft werden können müssen. Das war dann für unser Spiel natürlich auch nicht leicht. Aber nichtsdestotrotz waren wir auch zu 10 dann immer noch präsent. Hätten mit Nochio vielleicht eine Großchance gehabt und auch mit Tatarotte, wenn er da noch mal drüber kommt zum Abschluss, wo er gerade noch geblockt wurde. Ja, damals aber auch ruhig zu Ende gespielt und Casali hat uns dann im Spiel lassen, haben dann einmal probiert einzuwechseln, eine zweite Spitze gebracht und die letzten 5 Minuten dann all in zu gehen. Aber es hat dann für Tor leider nicht mehr gereicht, dass wir da vielleicht dann noch was Zählbares mitnehmen können. Fragen aus dem Publikum? Hat die bei Rapid irgendwas überrascht? Die Ausrichtung war eigentlich ja schon offensiv mit eigentlich 3 Stürmern und eigentlich einem Sechser. Nein, es war keine Überraschung. Ich denke, jeder, der nicht gekannt war, dass er ein Verfechter oder ein großer Fan ist von einem 4-1-4-1. Und ja, für uns war es eigentlich klar. Und es waren auch keine großen Überraschungen jetzt da von der Spielidee, die Rapid jetzt gehabt hat. Und das haben wir, denke ich, auch ganz ordentlich gemacht. Da ist der Alltag. Aber Gratulation ans Trainerteam, dass sie dieses erste schwierige Spiel für sich entscheiden konnten. Alles klar. Schönen Abend. Okay.